Wer ist der Süße hier? Ich glaube, ich hab doch mal mit den Bickern gechattet, hab mal gefragt, wie das Ding heißt. Und die haben es mir dann geschrieben und haben gesagt, ups, das wurde ja gar nicht im Spiel erwähnt. Das ist ja, kann ich doch euch jetzt mal exklusiv Info hier im Let's Play geben. Ich habe doch hier mal das Axolotl, wie hieß denn das gleich nochmal? Hier, Balduin heißt dann. Balduin ist der Name des kleinen Axolotls. Und der wird. Dann habe ich hier die Nachricht bekommen. Ja, genau, stimmt. Ich glaube, das wird im Spiel gar nicht erwähnt. Mal hier mal eine Direktnachricht. Den Namen mal erhalten. Balduin heißt das kleine Axolotl, was wir hier im Spiel als Kompagnon mit dabei haben. Wenn es noch erwähnt wird, ja. Okay. Ah, jetzt haben wir hier wieder so eine Fantasieszene. So eine Einbildung, so eine Annoyed, Geschichte. Mo steels herself once more for the visions. These feverish dreams have never been so frequent, never been so hostile. Grüße gehen raus an Rebecca von Mixed Vision. Ich hoffe, ich habe jetzt das. Ich hoffe, das war in Ordnung, dass jetzt hier die exklusive Info hier ins Display gebracht habe. Dass die exklusive Info jetzt öffentlich gemacht habe. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen. Nee, Balduin hieß er jetzt, ist mir. Jetzt wisst das Balduin. Das Axolotl. Exklusiv für die, die das bei mir gucken. Okay. Habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt. Das in der Mitte zuletzt. Links zuerst. Das Rätsel kennen wir auch mittlerweile. Das ist falsch. Okay, dann mal erst. Die Wolke, dann nee, links, rechts, Mitte war das, glaube ich. Das war rechts. Ich versuch's mal. Ja, ist richtig. In der Mitte zuerst, also dann links und dann rechts, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja, ist das andere, das dünne. Noch mal zurück. Ich würde sagen, ja. Sehr schön, scheint richtig gewesen zu sein. Und jetzt das Coronavirus. Als nächstes. Sieht doch so aus. Oder nicht? Bisschen. Da ist es. Fangen wir uns das Coronavirus ein. Was? Da haben wir's. Und da haben wir schon eine Schatztruhe. Schlüssel dafür.
hast den Schlüssel zur Spieluhr erhalten. Aufziehschlüssel. Wohl eher ein Aufzieher als ein Schlüssel. Aha. Okay, das die Truhe war in der anderen Ecke. Was soll das werden? Ach du Schande. Ein riesiges Moval-Dings. Ein Walmoos. Ein Schrottkrabbe. Gehen wir mal über uns selber weg. Fangen wir den Schrottkrabbe und hier haben wir die Kiste. Und weiter geht's. Auf zur nächsten Insel. Ich habe mir die Pilzspuren durchquert. War ein bisschen fantasiert. Und weiter geht's. Mo hasn't seen her grandmother for a while now. Die Großmutter jetzt. Yet Mo feels anxious stopping by. Not because she doesn't like her. She likes the old woman too much. Aha. Na dann, kümmern wir uns um den nächsten Lufterfrischer auf der nächsten Insel. Kapitel 3, Ander. Teil 1, die Insel Memory Fest. Memorfesti. Gerade noch auf dem Vorschaubild mit ein bisschen Delay gesehen. So, legen wir an. Finde Andi und weck ihn auf. Auf die nächste Insel. Mhm. Ein Wikingerschiff. Oder sowas in der Art. Eine Erinnerung. The deep waters around this island change color every season. Teeming with life of the most curious creatures. Der Delay ist aber gerade herrlich. Uff. So. Ein Salamander mit dem Exklut unten. Oh, was haben wir denn hier hübsches? Eine Ausstellung. Aha. Ah, das ist die Oma, also. Die Großmutter. Wie es ausschaut. The ventilation system grew through her house, wrecking her bedroom, study and kitchen. She could have moved away, but she wasn't willing to concede a single inch. Hopefully, she hasn't blocked the valve with her morbid laboratory. Ja, dann müssen wir ihr Haus zerstören, damit wir wieder Luft hinkriegen können, oder was? Das wäre traurig. Miri is not here, the old woman says.
But that is not why you've come. Hallo. Maul tries to tell her how dire it is. How Under and the others have succumbed. How she needs to do what must be done. But her grandmother merely smirks behind her mask. Now look at you. How important you've become. People are counting on you. Yes, yes. Another chuckle behind the air filter. I have something very important for you to do as well. Would you be so kind as to do me a favor? Ich weiß auch nicht. A favor, she calls it. It may as well be an order. Granny has always had her way of getting what she wants. Tonfigur. Old companions, the grandmother says, that I have held on to quite long enough. It's time to bring them home. Promise me. Maul's heart plunged into her stomach. Na, wenn's denn sein muss. You do not decline a request like this. Maul promised. Ich meine doch immer für die Oma doch immer. Ja. So, aber erstmal machen wir hier einen Luftfilter sauber. Eine kleine Erinnerung. Grandma was never interested in anything made by the Giants. Lifeless metals and cold steel, she called it. She preferred spending time with the fungus, breeding colorful, voracious new strains. Aha. Drei Erinnerungen. Ach so, hier haben wir nur einen Luftfilter. Na, das ist ja... Das kriegen wir ja schneller hin. Sie wird es nicht öffnen, solange die Luft voller giftiger Sporen ist. Aber... Okay. Ich dachte, das Ding ist auf dem Dach. Müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Nee, ist wohl woanders der Luftfilter. Memophesti and Graba are connected by a bridge that Maul has never fully crossed. The walk always seemed too long, and what lies beyond is what she dreads most. Da wird es wohl Zeit, jetzt mal lieber zu überwinden. Auf geht's. Zeit, die Brücke zu überqueren. Es gibt keinen Zurück. Und das will ich doch hoffen, dass es einen Zurück gibt. Hier haben wir nur einen auf der Insel. Einen Luftfischer. Tun wir unsere Arbeit. Na, sehr schön. Schon ist die Luft wieder klar. Die Luft ist rein. You can go back now, Maul. Aha. You did the work. Das ging schnell. You could just tell the old woman off. It's not like you're her servant. Unser schlechtes Gewissen. Yes, of course, you promised. Ja, hör auf zu labern. Natürlich tun wir das. Natürlich tun wir der Oma den Gefallen. Das ist. Hör auf zu labern.
wenn wir das nicht tun. Just to say you retained them. With a little disrespect for the dead. If it saves the living. Ach, quatsch doch nicht. Mo's hand clutches the gemstone in her pocket, left behind by her older sister. Her heart is drowning in a deluge of goodbyes, all of them equally real in Miri's unread letter. Aha. Hält sie dein Versprechen und bring die Trauerfigur zu ihrer Ruhestätte? Na, selbstverständlich. Wir bringen die Trauerfigur zu ihrer Ruhestätte. Wir tun der Oma ihren Gefallen. Und hier müssen wir wohl noch einen Winterfrischer aufbauen. Hier ist noch ziemlich viel Gift. Pilzbohren. Wieder eine Fantasie oder was? Die Pilzsporen machen Sachen mit uns. Mo expected Graba to be swallowed by the spores, so this episode comes as no surprise. However, she did not expect to feel so at home here. Aha, ja, das ist ja wieder. Definitiv. Eines der Fantasien. Die Giftfantasien. Qualle, dann Corona und dann das Sternchen. So. Eine Qualle, dann Corona und das Sternchen. So, na dann. Ach ja, warte. Das Sternchen. Nein, nein, nein. Ich hab's doch noch nicht mal berührt. Weit davon entfernt. Das Spiegelbild muss es touchen. Da ist die Qualle. Sehr schön. Und zurück. Nee, erstmal das Coronavirus und dann das Sternchen. Hier. Hier dich. Sehr schön. Und ist das Sternchen, das ist die Sternchen. Sehr schön. Und da hinten ist die Truhe. Die Fische sind ja auch genial. Und entschlüsselte Truhe. Schön, dass wir die nicht noch suchen müssen, sondern den schon hier sofort kriegen. Das war eigentlich noch ein Wimmelbildspiel oder so. Deswegen nicht noch ein großes Suchspiel nach dem am Schlüssel veranstalten müssen. Oh no.
öffnen. Ach, der gelbe Kristall. Sehr schön. Und weiter geht's. Ich hoffe, wir müssen hier noch nicht noch mal auf dem Rückweg durch, dass wir noch mal eine Fantasie kriegen. Kapitel 3 Ende. Teil 2 Quaba. Ach, gibt's hier noch mal einen Lufterfrischer. Und haben wir jetzt die Aufgabe verfehlt oder was, haben wir jetzt die Sache zurückgebracht oder haben wir jetzt geskippt und sind schon beim nächsten? Das wäre ja traurig. Graber, where we bring our dead, where we surrender their bodies. Ach so, ja, natürlich. A place too virulent to visit, so we mourn at home over sculpted effigies. Na dann, hier soll die Figur hin. Mor finds no solace in these rituals, but she has a promise to keep. Geh hinein und finde in der Gruft einen Platz. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier runter. Mutation in diesen Gewässern. Wir können hier runter. For all their hard work, the giant's machines are not welcome in these hallowed grounds. Habe ich bemerkt. Mo legt den Omni-Switch ab. Aha. Und jetzt können wir da rein. Alles klar. Den Omni-Switch können wir danach wieder mitnehmen. Wenn wir zurück sind, dass wir den dann wieder mitnehmen können. Aha. Oha, hier wird's ja bunt. Mordi spielt Planet Coaster. Quietschbunt hier. Der Delay im Stream ist auch gerade gefühlt eine halbe Stunde. Okay, jetzt hier eine bestimmte ein bestimmtes Muster, wie das gedreht werden muss. Natürlich. Was auch sonst. Das setzt alles wieder zurück. Auf Anfang. Ah ne, das ist der Auslöser. Hier wieder ein Rätsel, was ich nicht verstehe. Ah, okay, das muss ich. Da muss das Runde dort annehmen. In kleineren Runden unten hin.
Ja, noch ein zweiter. Irgendwie nicht, aber okay. So könnte es passen. Jetzt hier noch ein zweiter Reher. Nö. Nein, 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 verdammt. Das hat schon Sinn gemacht. Ich möchte jetzt das nach oben packen. Ich hoffe, das geht so. Dass wir dann unten was haben und dann oben. Jetzt hier noch eins weiter. Dann noch ein zweites und dann haben wir das oben und das unten. Das könnte klappen. So. Könnte hinhauen. Jetzt hier noch ein braunes hinkriegen und ein anderes braunes. Okay, hier haben wir gar keinen. Ich glaube, hier haben wir gar kein hellbraunes. Müssen wir es so drehen, dass das da dort oben wahrscheinlich so. Naja, und wir auch nicht. Jetzt hier das Rätsel verstehen wir erstmal. Das wird nichts mehr. Okay, das Rätsel verstehe ich jetzt auch hier gerade nicht. Okay, hier haben wir einen braunen. Das heißt, wir müssen in der Mitte unten einen braunen. Nein, runter will ich hier noch nicht. Dann mal so ein Ding. Kufen sind verriegelt. Nochmal hier eventuell mehrere Tore, die uns sagen, uns die Lösung geben. Eigentlich haben wir ein halbes. Ein halb braun, halb Kreis. Haben wir da unten noch was? Braun, halb braun. Also ich würde sagen, müssen wir es so hin zusammenkriegen, dass hier halb braun ist. Aber oben. Oben muss die braune Hälfte, die dunkelbraune Hälfte sein. Ja, so. Dann eine andere braune. Ne, noch nicht. So, jetzt müsste es sein, das müsste es. Halb dunkelbraun, halb braun. Da unten hatten wir ganz braun, ganz hellbraun.
Da oben passt es, glaube ich, schon mit dem. Da muss eine Koralle hin. Und das letzte. Das hat hier keinen Hellbrunnen. Vielleicht so. Okay, aber wir haben doch hier auf jeden Fall unten was Braunes. Maler, Musiker, Schuster und Schneider, Tischler. Aber wenn wir jetzt hier dieses verdammte Rätsel.